Ach du Scheiße, was ist hier los? So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Review. Ich stelle euch heute den Mod Creeper Species Mod vor. Und in diesem Mod werden vier neue Creeper-Arten hinzugefügt. So, der erste Creeper heißt Mystery Creeper. Schaut so aus. Und er hat einen doppelten Sprengradius, also doppelt so groß wie der normale Creeper. Er hat 60 Leben und er droppt, wenn man ihn tötet, einen besonderen Stein. Und der ist insofern besonders, denn wenn da jetzt ein Creeper ist und du hast es in der Hand, passiert dir kein Explosionsschaden, aber dieser Stein geht natürlich weg. Also, wie man jetzt hier sieht. Der nächste Creeper heißt Netherstar Creeper. Er schaut so aus, hat wieder einen doppelten Sprengradius wie der normale Creeper, hat aber nur 20 Leben und wenn man ihn killt, ist die Chance da, dass er einen Netherstar droppt, aber das ist sehr, sehr selten, aber die Chance besteht. So, der nächste Creeper ist der schweinifizierte Creeper sozusagen. Er schaut so aus, macht normalen Damage wie jeder andere Creeper. Aber das Besondere ist halt eben sein Aussehen und das ist halt daran angelehnt, wie der Creeper ganz am Anfang ausgeschaut hat, weil wer es nicht weiß, der Creeper war am Anfang eine entstellte Schweinetextur und so hat er halt am Anfang ausgeschaut und ich finde es sehr cool, dass die auch mit eingeführt wurde. Sie droppt Schweinefleisch übrigens, wenn man sie tötet. So, danke fürs zu Ende schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Like da. Wenn ihr euch diesen Mod runterladen wollt, es ist ein Forge-Mod. In der Version 1.7.2, natürlich kann das jetzt auch schon abgedatet sein, wenn ihr dieses Video schaut. Und ansonsten würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, welchen Mod ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, dann war's das.